Ja, Leute, lange haben wir nicht mal bei Aldi reingeschaut und da wollen wir doch jetzt mal gucken, was da so abgeht. Als erstes haben wir hier einmal Nudeln im Angebot, aber nicht irgendwelche Nudeln, Leute, sondern Linguine. Einmal in der Sorte mit Chili und Zitrone und ihr könnt hier einmal sehen, sie sind orange und gelb. Orange und gelb. Orange und gelb. Okay, hör auf. Dann haben wir hier auch einmal die Winterriegel von Aldi, die es jedes Jahr gibt. Einmal in der Sorte mit Spekulatius, Apfelmärchen und Kipfeltraum. Es sind dieselben wie die Jahre davor, aber sie haben ein neues Design. Sehr merkwürdig. Für Leute, denen normale Salami zu langweilig ist, gibt es sie jetzt auch, ja sogar als Bio-Salami im Herzform. Und wer das neue Kinderpinguin in der Sorte mit Erdbeere noch nicht probiert hat, aktuell im Angebot bei Aldi Nord. Ihr kennt ja auch alle die Milchmäuse, davon gibt es mittlerweile auch den Milchmäusepudding, ich glaube sogar im Standardsortiment, denn getestet habe ich ihn schon mal. Und die neue Merci Winter Chocolate gibt es mittlerweile überall und ihr seht hier, sie ist absolut sowas von nicht ausverkauft. Was ist denn los mit dir? Und den neuen Tee Schneeträumchen mit Himbeer-Baiser gibt es aktuell auch bei Aldi. Ich habe ihn ja schon mal für euch getestet. Richtig lecker, wirklich aromatisch und ich gebe dem auch 9 Punkte. Ja Leute, was soll man da noch zu sagen? Und ich glaube es nicht, Leute. Aktuell gibt es bei Aldi auch Raumentfeuchter im Angebot, ja? Gerade dann, wenn man sie nicht sucht und wenn man sie nicht braucht, gibt es sie einfach zu kaufen. Ich weiß ganz genau, ich habe mir damals den von meinem Vater, ja, ich sag wie es ist, geklaut und nicht zurückgebracht. Und jetzt hat man sie einfach bei Aldi. Okay, ob das hier jetzt so ganz legal ist, weiß ich nicht. Es gibt hier einfach einen Insektenvernichter zu kaufen. Leute, schaut euch das mal an. Das ist doch hier eine Todesmaschine, ja? Also das ist doch wirklich jetzt mal eine Mordmaschine. Einfach im Angebot. Also hier ist doch mal wo ein richtig fetter Rechtschreibfehler drauf. Also ich kenne das als Hühnersuppe, Suppenhuhn, aber nicht als Suppe Huhn. Also Leute, also nee. Ganz ehrlich, wie kann man so dumm sein? Ach ja, hier, und für Leute, die es interessiert, da kommt demnächst auch ein Testvideo von mir. Und wer die Crunchy Waves von Aldi noch nicht probiert hat, der sollte sie unbedingt probieren, Leute. Ich fand sie einfach nur mega geil. Ja, Leute, wie gesagt, nur bei Aldi natürlich 10 Punkte. Und was ist hier los? Ich hoffe, nur 10 Punkte raus. Ja, es ist nicht neu, aber Nutella-Gläser im Weihnachtsdesign. Diese Nutella-Gläser haben einfach ein Strickpullover an, Leute. Also geiler geht es ja gar nicht. Und wenn wir auch schon gleich bei Nutella sind, die Nutella-Biscuits in einem neuen Design. Jo Leute, das war's auch schon mit meinem kleinen Einblick in den Aldi Nord. Schreibt gerne in die Kommentare, was euch so interessiert. Und wir sehen uns.